hast du schon mal diesen typischen Crackle-Paste-Effekt gesehen und dir gedacht, sowas Cooles möchte ich auch mal machen, aber ich habe nicht so eine Crackle-Paste? Dann ist dieses Video für dich. Hallo ihr Lieben, Luise Heinzel hier. Ich komme gerade von meinem kreativen Mittagsschläfchen. Es ist jetzt 18.03 Uhr. Also ihr könnt euch in etwa denken, wie lange dieses Mittagsschläfchen gedauert hat. Also, ne, Mittagsschläfchen. Aber ich glaube, die Dauer dieses Schläfchens hat sich gelohnt. Denn ich bin zu einer Idee gekommen, wie ich mir eine Crackle Paste ähnliche Struktur herstellen könnte, ohne Crackle Paste zu haben. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, hä, wie soll denn das funktionieren? In diesem Video möchte ich euch das zeigen, also erstmal die grundsätzliche Idee und ich möchte auch gleichzeitig ein paar Abwandlungen ausprobieren, diese Struktur einzufärben. Einmal mit Aquarellfarben, Distress Oxide in verschiedenen Farben. Ich hoffe, dass das funktionieren wird. Für diese Sache braucht ihr wirklich nicht viele Dinge. Also im Prinzip, wenn ihr eine normale Crackle Paste Optik herstellen wollt, braucht ihr nur weißes Gesso, Matt Medium und eine schwarze Aquarellfarbe oder eine ähnliche flüssige Farbe in Schwarz und ein bisschen Papier, wo ihr das Ganze aufbringen könnt und Eierschalen. Ja, ihr habt richtig gehört, Eierschalen. Ihr habt da neulich so mein Frühstücksei gegessen, wie ihr hier sehen könnt. Es ist noch nicht Ostern, aber hier in Österreich gibt es oftmals diese Frühstückseier hier so eingefärbt. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber das ist halt so. Und dann saß ich da so, habe das so gegessen und denke mir, Mensch, nochmal, also irgendwie schwebt mir da so etwas vor, was man doch mal ausprobieren könnte. Und deswegen werde ich das heute tun. Der Grundgedanke ist der, eine Art Papier zu haben oder vielleicht auch einen Papierstreifen, von dem man dann später, wenn die Struktur drauf ist, so Stücke abreißen kann, um die auf seine Projekte aufzubringen. So, als allererstes möchte ich euch mal kurz was sagen zu der Beschaffenheit dieser Eierschalen, die ich dafür verwende. Ihr seht schon, ich habe... Entschuldigung. Ich habe hier ganz normale Eierschalen. Hier sind noch diese kleinen Dinger hier drin. Dieses Häutchen, das kann man da rausmachen. Das geht ganz leicht, wenn das getrocknet ist. Und diese hier, wie ihr seht, sind aufgeschlagene Eier gewesen. Also hier habe ich jetzt so ein halbes Ei, wo ich diese Schale vollständig habe. Und mit denen geht das wesentlich besser, wenn ihr so größere Stücke habt, als wenn das Teil vom Ei, jetzt zum Beispiel von so einem gekochten Frühstücksei, schon so abgerissen ist. Manchmal entstehen ja auch gerade bei Frühstückseiern so klumpige Sachen wie das hier zum Beispiel. Da braucht ihr dann sehr viel Geduld und sehr viel Fingerspitzengefühl, um das benutzen zu können. Also ich würde empfehlen, wirklich so größere Stücke zu nehmen und alles, was hier schon so ein bisschen lose ist, wirklich am Rand abzumachen. Dann habt ihr auch später nicht so viel Dreck auf eurem Tisch, wenn ihr das macht. Denn, ja, ihr werdet gleich sehen. Wenn hier sowas ist, dass sowas nach innen geklebt ist, also das hier ist jetzt, das geht jetzt relativ leicht ab, aber im feuchten Zustand ist das so nach innen gekommen, das sollte man auch entfernen, damit man eine möglichst gleichmäßige Struktur so von der Oberfläche her hinkriegt und diese kleinen Teile, also wenn sie jetzt wirklich glatt sind, so wie das hier zum Beispiel, dann geht das schon, aber ja, ich glaube, das war hier schon so ziemlich die Ausbeute, also da muss man vielleicht auch beim Eipellen, wenn man das machen will, ein bisschen darauf achten, dass man dann solche Stücke kriegt, die sich ganz gut eignen. Ich nehme jetzt hier trotzdem mal ein paar solche, dass ihr den Unterschied sehen könnt, was ich da genau meine. Also es ist nicht unmöglich mit diesen Teilen, aber es ist ein bisschen schwierig. So, als nächstes nehme ich mir dann einfach einen Pinsel und etwas Mattmedium. Ich habe das jetzt bisher nur mit Matt Medium ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das mit anderem Kleber auch funktioniert. Aber normalerweise, jeder flüssige Kleber, der einigermaßen schnell antrocknet, sollte eigentlich dafür auch funktionieren. Jetzt trage ich das hier erstmal relativ dünn, das braucht nämlich gar nicht so dick sein, damit es später schneller trocknet, auf dieses Papier hier auf. So.
Und das könnt ihr natürlich jetzt auch in der Form machen, wie ihr diese Struktur haben wollt. Ihr könntet jetzt auch, was weiß ich, ein Herz machen, einen Kreis oder irgendwas anderes. Und jetzt nehme ich mal zuerst diese Teile. Dann legt ihr das Teil einfach so drauf. Also das ist jetzt hohl an der Seite, ne? Ist ja logisch, wenn ihr das da so drauf legt, dann ist das an der Seite so hohl, wie ihr da seht. Und jetzt drückt ihr das einfach nur runter. Und wie ihr sehen könnt, bleibt es jetzt einerseits kleben und andererseits habt ihr jetzt schon diese gerissene Struktur. Theoretisch könntet ihr, wenn euch die Farbe des Eis gefällt, das auch schlichtweg so lassen. Ihr könntet theoretisch auch dieses auf schwarzem Papier machen, sodass das da unten drunter dann schwarz ist. Also ne, das, wo ihr es drauf macht, dass es schon gleich schwarz ist. Wenn man weiße Eier nimmt, die ich hier jetzt leider nicht zur Verfügung habe, dann wird das natürlich auch gut funktionieren. Aber der Nachteil daran ist, wenn man das jetzt einfach so lässt, also ne, wenn ich da jetzt nichts mehr tue, dann ist die Oberfläche nicht besonders geschützt. Also ich behaupte, wenn man das so macht und man lässt das so, dann sieht das zwar ganz gut aus schon, aber die Oberfläche ist nicht geschützt und ich habe die Befürchtung, dass das mit der Zeit wieder abfällt. Und es schaut auch viel geiler aus, wenn man das ein bisschen anmalt. So, außerdem ist der Spaß dann auch größer. Und je nachdem, wie viel ihr jetzt da drückt, also ne, wie stark und an wie vielen Stellen sozusagen ihr drückt, da könnt ihr dann so ein bisschen herumspielen, wie stark das bricht. Also ist ja klar, wenn ich öfter drücke und stärker drücke, dann bricht die Eierschale natürlich stärker, als wenn ich nur so ein kleines bisschen drücke. Diese kleinen Lücken, die ihr da habt, wenn euch die zu groß sind, dann könnt ihr einfach noch ein paar so Stückchen nehmen und die da reintun und die auch so drücken. Wenn da jetzt manche falsch rum sind, ist das überhaupt nicht so schlimm, weil ich das später sowieso drüber pinseln werde. So. Mal das mal hier noch so. Also ich weiß nicht, was entspannender ist, das hier mit diesen Eierschalen zu machen oder auf Luftpolsterfolie zu drücken. Aber das hier hat schon einen ziemlich hohen Entspannungswert. So. Ich mache das jetzt hier auch so, dass ich das ein bisschen überlappen lasse. Dann, ganz wichtig, bevor ihr jetzt mit dem Pinsel wieder darüber geht, nehmt euch bitte euer Gefäß, wo ihr eure Abfälle oder die übrigen Eierschalen drin habt und klopft das so ein bisschen ab, dass ihr jetzt nicht die Eierschalen, die lose sind, zu sehr an euren Pinsel bekommt und dann habt ihr das später in dem Pott hier von eurem Mattmedium drin. Das wäre ein bisschen blöd. Ich gehe da jetzt nochmal drüber. Diese Schicht mache ich jetzt ganz dünn. Das bewirkt jetzt, wenn ich mit dem Pinsel da drüber gehe, dass die losen Teile jetzt entweder an meinen Pinsel kommen, dann kann ich das später abspülen. Da passe ich jetzt auf, dass ich nichts in meinen Kleber reinkriege. Oder das, was sich halt befestigen lässt in diesem Schritt, was noch so ein bisschen lose ist, das wird durch das Mattmedium eben jetzt nochmal fest. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte das wirklich dreidimensional haben. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, man nimmt das für ein Steampunk-Journal zum Beispiel oder etwas, wo man wirklich richtig krasse Struktur drauf möchte. Dann kann man auch hier drüber jetzt nochmal gehen, indem ich das einfach hier so überlappen lasse. Ihr seht, hier sind so ziemlich große Lücken. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich lege jetzt das hier nochmal drauf und drücke das nochmal runter. Dann bleibt das natürlich an der unteren Struktur nochmal kleben. So kann ich mir noch ein bisschen mehr Tiefe erschaffen sozusagen. Und ich kann natürlich auch gewisse Lücken hier nochmal so ein bisschen ausgleichen. So. Ja. Ihr denkt wahrscheinlich, hä? Was tut sie? Aber wartet ab. So, wenn ich das habe, dann werde ich das als erstes jetzt einmal gut trocknen. So, als nächstes gehe ich hier einfach her und nehme ein bisschen weißes Gesso. Und wie ihr seht, ich nehme nur erstmal so ein ganz kleines bisschen. Das hat jetzt den ganz einfachen Grund, dass dieses Gesso, was ich hier habe, vom Action ist. Und das ist nicht sehr deckend.
Deswegen mache ich das immer so, dass ich in zwei Schichten darüber gehe, um das Weiß zu kriegen. Und zwar zwei sehr dünne Schichten. Also jetzt nicht nur bei dieser Sache hier, sondern bei allen anderen Sachen auch. Weil ich möchte, dass es gescheit deckt. Und ich möchte jetzt aber in diesem Schritt nicht zu viel Gesso in diesen Ritzen drin haben. Denn ich muss jetzt irgendwie versuchen, diese Struktur, die ich da erhalten habe, diese Risse natürlich zu erhalten. Und wenn ich jetzt, wer weiß, wie viel Gesso draufklatschen würde, um das im ersten Schritt weiß zu kriegen, dann würde das meiste Gesso hier zwischen den Ritzen verschwinden und später hätte ich eine ebene Fläche und könnte eben diese Struktur nicht wirklich erreichen, die ich erreichen will. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier so drüber und wie ihr seht, ich gehe hier auch mehrmals so drüber, dass ich das ein bisschen aus den Ritzen wieder herausbekomme. So, dann föhnen wir das nochmal. Und dann gebe ich eine zweite Schicht drauf. So, das Ganze schaut jetzt so aus. Ich hoffe, dass man das jetzt einigermaßen erkennen kann. Diese Struktur ist jetzt schon irgendwie vorhanden, oder? Also ich habe hier gerade irgendwie ein Problem mit dem Schatten, weil mein Kamerastativ macht mir hier den Schatten auf das Ding drauf. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem einigermaßen sehen. Ich finde, das schaut so schon total interessant aus. Gerade für zum Beispiel so Mixed-Media-Projekte oder sowas, wo man so ein bisschen Struktur braucht und man möchte vielleicht nicht unbedingt immer seine Schablone benutzen. Das ist auch jetzt schon sehr hart. Also ich könnte es jetzt durchbrechen, tue ich natürlich nicht, will mir das ja nicht zerstören. Aber wie ihr seht, das ist sehr hart. Ich kann das noch so ein bisschen biegen. Aber wenn ich das irgendwo aufbringen würde, wäre das jetzt schon quasi benutzbar in diesem Zustand. Man könnte das, wenn man das jetzt so benutzen will, nochmal versiegeln mit Mattmedium. Also das würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich das jetzt so benutzen würde. Und wenn man den folgenden Schritt macht und das später versiegeln will, sollte man allerdings ein Spray benutzen. Denn ich werde jetzt hier meine Aquarellfarbe rausholen. Denn bei der richtigen, originalen Crackle Paste ist es ja so, dass diese Ritzen hier drin schwarz sind. Wenn der Untergrund schwarz ist. Und das ist dieser typische Crackle-Effekt, oder? Also ihr könnt das natürlich mit jeglicher Farbe machen. Ich lasse die jetzt einfach dazwischen laufen. Ich nehme mir hier so einen Wassertankpinsel und gehe damit einfach hier in meine schwarze Farbe rein. Das kann man theoretisch auch mit schwarzer Acrylfarbe machen. Das wäre vielleicht auch keine dumme Idee, wenn man die sehr wässrig macht, die Acrylfarbe, denn dann kann man da später auch nochmal mit Wasser drüber gehen. Die Acrylfarbe würde sich dann nicht auflösen, im Gegensatz zu der Wasserfarbe. Hier habe ich ja jetzt quasi alle Medien, die ich hier drauf habe, sind im Prinzip wasserfest. Gehe ich jetzt mit meiner schwarzen Farbe hier drauf, wird das Ganze natürlich nicht wasserfest, ne? Also wenn ihr dann damit irgendwas anderem drüber geht, dann kann es sein, dass die Wasserfarbe sich wieder anlöst. Ich habe keine schwarze Acrylfarbe, deswegen kann ich euch den Vergleich nicht zeigen, aber wir versuchen das jetzt hier einfach mal so. Also, ich halte das mal so ein bisschen hier so, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. Ich gehe jetzt hier an den Rand und jetzt lasse ich das hier hinlaufen und ich habe hier ziemlich viel Farbe an meinem Pinsel. Jetzt drücke ich auf den Pinsel, sodass es hier laufen kann und dann bewege ich das so ein bisschen hin und her, sodass es sich hier so verlaufen kann. Ihr seht schon, das läuft auch über die Struktur, also über die Schalen. Das ist aber nicht so schlimm. Da könnt ihr dann einfach ein bisschen mehr Wasser hier so rausquetschen. Ihr könnt auch eine Wassersprühe benutzen. Das geht natürlich auch, aber dann wird das sehr hell. Also dieser schwarze Effekt, wenn ihr jetzt Wasser zusätzlich noch sprühen würdet, dann geht ja die Farbe so auseinander und dann wird das sehr hell. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das hier so zu machen. Und ihr seht schon, es ist mein Pinsel gleich leer. Das ist natürlich auch nicht so geil. Und das könnt ihr jetzt natürlich in diesem Stadium sehr stark beeinflussen. Also ihr könnt jetzt sagen, okay, das, was ich jetzt hier habe, das gefällt mir so gut, ich werde nichts mehr tun, ich werde das so lassen. Oder ihr sagt, okay, hier in diesem Bereich ist es jetzt vielleicht sehr schwarz, also gebe ich hier noch ein bisschen was drauf. Also Wasser meine ich natürlich, also da kommt ja immer auch Farbe mit aus dem Pinsel raus, wenn ihr das gescheit aufgeladen habt, diesen Pinsel. Ihr könntet natürlich auch einen zweiten Pinsel nehmen und nur Wasser laufen lassen. Vielleicht kann ich euch das gerade auch nochmal zeigen, wie das dann aussehen würde. Also jetzt habe ich das mal hier gerade aufgefüllt.
Es gibt ja auch solche Wasserfarbenstifte, wo der Tank schon mit der Farbe befüllt ist, den der Stift hat. Das würde ich hierfür, ich weiß es nicht, ich habe sowas nicht, aber das würde ich hierfür nicht unbedingt empfehlen, weil das dann doch natürlich sehr intensiv ist, was da rauskommt, wenn ihr das jetzt, wenn ihr das da rausdrückt. Ihr seht schon, wenn ich mehr Wasser gebe, dann kommt diese Struktur von den Eierschalen wieder viel mehr raus, als es vorher der Fall war. Also hier habe ich jetzt nur Wasser und ich gebe das jetzt einfach ganz vorsichtig da so drüber. Und wenn ich das jetzt gleich föhne, kann ich das selbstverständlich auch noch mal ein bisschen beeinflussen. Ich kann natürlich mit meinem Föhn die Farbe noch mal so ein bisschen in die Richtung verlaufen lassen, wo ich das hinhaben will. Hier zum Beispiel ist es jetzt relativ hoch. Da ist es ein bisschen schwierig, die Farbe überhaupt drauf zu kriegen. Aber ich kann auch zum Beispiel so rübergehen. Dann kann man auch natürlich ein Tuch nehmen und das vielleicht noch mal so ein bisschen abtupfen, sodass dann nur diese extremen Stellen, wenn man die möchte, übrig bleiben. Da kann man wirklich, ja, habe ich festgestellt, ziemlich umeinander spielen. Und auch wenn es jetzt hier am Rand zum Beispiel sehr dunkel wird, ich mache das jetzt mal extra, übertreibe das mal so ein bisschen und male hier mal extra so rüber. Und dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht, wenn das geföhnt ist. So. Und ich finde jetzt diese Farbe hier, das war ja vorher dieses krasse Grün von dem Ei. Also vielleicht erinnert ihr euch, das war ja dieses Grün. Und da schaut jetzt so aus. Und das andere war dieser bräunliche Ton. Und das hat sich total verändert. Und ich finde, das passt jetzt, also meiner Meinung nach passt es super schön zusammen. Ich werde jetzt aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle hier noch ein bisschen Schwarz hinzugeben, um euch einfach zu zeigen, wie unterschiedlich der Effekt auch sein kann. Ihr könnt auch sagen, okay, ich will das jetzt hier punktuell haben. Ich möchte hier in diesem Bereich wirklich mehr haben. Ich mache mal gerade die Kamera ein bisschen weiter runter, dass ihr das besser sehen könnt. Moment. Also wenn ich jetzt in diesem Bereich das Dunkle haben will, dann kann ich einfach hier so drauf tupfen und auch vielleicht ein bisschen drücken. Und ihr seht schon, dann läuft es. Jetzt ist es hier sehr viel. Aber wenn man das jetzt ein bisschen so macht, dann kann man das natürlich in die Richtung bringen, wo man das hinhaben möchte. Wie ich finde, auch sehr entspannend, sich das anzugucken. Und gerade wenn ihr jetzt so größere Lücken hattet vorher auf dem Papier, also wo ihr jetzt nicht die Eierschalen wirklich so nah aneinander habt bringen können in diesem ersten Schritt. Gerade da bietet sich das jetzt an, nochmal wirklich punktuell da so reinzugehen und ja, wirklich gezielt die Farbe da aufzubringen. So, vielleicht hier noch so ein bisschen. Ich frage mich gerade, was passieren würde, wenn man die Oberfläche zuerst nass machen würde. Aber gut. Das könnte man vielleicht auch noch mal ausprobieren. Und ihr seht schon, das zieht ziemlich da rein. Also an manchen Stellen wird das halt recht grau. Aber da braucht man einfach ein bisschen Geduld. Da muss man das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen anföhnen und später noch mal drüber gehen. Aber ich finde, also ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber ich finde das total geil. So, Achtung, Föhn. Und was ich auch festgestellt habe, wenn ihr dieses mit diesen Eierschalen da drin jetzt föhnt, dann wird das sehr heiß. Also wenn ich jetzt hier so drauf fasse, normale Projekte werden auch heiß, wenn ich die mit meinem Heißluftföhn föhne, aber das hier ist wirklich extrem. Also da müsst ihr bitte, wenn ihr das mit so einem Heißluftföhn macht, warten, bis es abgekühlt ist. Nicht, dass ihr euch jetzt hier die Finger verbrennt an diesem Teil. Also es ist jetzt nicht lebensgefährlich, aber es ist schon verhältnismäßig heiß. Und ihr seht jetzt auch schon, ich habe das jetzt extra für diese Demonstration so gemacht. In diesem Bereich habe ich wesentlich weniger Schwarz. Da ist das Schwarz mehr in die Ritzen gekommen als auf die Eierschalen. In diesem Bereich hier ist es sehr schwarz, weil sehr viel davon hier oben drauf gekommen ist. Aber nicht verzagen, wenn ihr jetzt sagt, okay, das hier ist mir zu dunkel, ich möchte das gerne wieder heller haben,
Wenn ihr das mit Acrylfarbe gemacht habt, dann müsstet ihr jetzt das trocknen und hier vorsichtig mit weißem Gesso nochmal drüber gehen. Einfach an den Finger machen und so ganz vorsichtig rüberrubbeln. Dann könntet ihr das wieder heller bekommen und dann könnt ihr das später, diesen Schritt mit der Farbe natürlich nochmal wiederholen, wenn es jetzt in dem Bereich zum Beispiel wieder zu weiß wäre. Also so könnt ihr mehrere Schichten auftragen. Acrylfarbe ist nicht wasserlöslich, diese hier aber schon. Deswegen kann ich jetzt ohne Probleme, wenn mir das hier zu dunkel ist, hier drüber gehen und entweder einfach die Farbe nur sozusagen wegschubsen und dann hier an so einem Tuch das abrubbeln. Wenn ich jetzt hier rüber gehe oder wenn ich vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Wasser hinzufüge, dann kann ich die Farbe hier wieder zur Seite schieben. Entweder kann ich das jetzt hier so trocknen lassen, wenn mir das hier schon reicht, oder ich gehe hier einfach drauf und wie ihr seht, ist das jetzt wesentlich heller. Die Farbe hier in diesen Ritzen ist aber trotzdem erhalten geblieben und das finde ich das Interessante. Es sieht jetzt fast ein bisschen so aus, als würde hier so ein Stein liegen. Also wenn man sich so vorstellt, ja, das ist hier so ein Stein, so ein Steinhaufen oder so, dann habe ich jetzt hier rundherum diese mega geile, wie ich finde, Schattierung und in der Mitte ist es einfach heller und es sieht so aus, als wenn der Stein höher wäre. Und zufälligerweise, das ist mir jetzt vorher auch noch nicht passiert, das ist jetzt hier so ein Special-Effekt offensichtlich nur für euch, was jetzt mein Leben hier gerade so will. Seht ihr, hier kommt die Struktur von dem Ei durch, also die Farbe von dem Ei. Finde ich geil, finde ich absolut geil. Da ist jetzt das Gesso, weil das ja sehr dünn war, wieder runtergegangen. Finde ich absolut geil. Vielleicht könnte man das sogar irgendwie extra so machen. Ja, ich gehe hier einfach so rüber. Jetzt kann ich mir hier auch so Segmente quasi aussuchen, wo ich sehe, okay, da ist jetzt ne, so ein Riss und das ist hier so eine kleine Form. Dann gehe ich einfach darüber, über die Form, die ich aufhellen will und habe gleichzeitig, wenn ich nicht ganz bis zum Rand gehe, hier so eine coole Schattierung. Also, ja. Ich weiß es nicht, aber das schaut doch geil aus. Und ich kann sogar hier nochmal, wenn ich will, denke ich mal, rübergehen und das an manchen Stellen sogar noch, ja, sogar noch heller kriegen. Ich kriege das eigentlich fast wieder so hin, dass das weiße Gesso komplett durchkommt. Ihr könnt jetzt sogar, wenn ihr das jetzt, also ich möchte nicht, dass das Video zu lang wird, deswegen mache ich das jetzt hier kurz so. Ihr könnt es jetzt sogar, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe das jetzt mir so gerissen aus dem Teil, ne, also aus meiner kompletten Fläche, könntet ihr eine wesentlich größere Fläche hiervon machen und das dann rausreißen. Wenn ihr das dann aufklebt, dann könnt ihr auch das hier drumherum nochmal schattieren. Also, ne, versteht ihr, wie ich das meine? Ich hoffe, ihr versteht das. Könnt ihr mir jemand antworten, bitte? Danke. Also nehmen wir an, der Untergrund hier wäre jetzt wirklich schon das Teil, auf dem ihr das später machen wollt, also wo ihr das aufbringen wollt, dann könnt ihr einfach hier drumherum gehen. Egal, auf was ihr das aufgeklebt habt. Ihr könnt ja auch dann dieses Ding hier, dieses Papier, sehr unregelmäßig reißen, sodass ihr das dann in den Hintergrund nahezu unsichtbar integrieren könnt, wie ihr zum Beispiel auch eine Serviette oder sowas aufkleben würdet. Da macht man das ja auch so, dass man das am Rand so ein bisschen unregelmäßig reißt. Und dann kann man das so in den Hintergrund integrieren, dass man die Risse von dem Papier nicht sieht. Und dann könnt ihr einfach hier schwarze Farbe nehmen oder welche Farbe auch immer. Ja, es kann ja auch sein, dass ihr das weiß schattieren wollt, um das mehr rauszubringen zum Beispiel. Dann könnt ihr einfach hier so rumgehen. Schaut natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, wenn das noch nass ist. Und das hier so schattieren, sodass das dann aus der Seite später nochmal so richtig rauskommen kann. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier auf diesem Papier, damit das Video nicht so lang wird. Aber das ist ja das Gleiche, als würde ich es irgendwo schon aufgeklebt haben. So. Es gibt ja manchmal so Videos, die schaut man sich selber an. Und derjenige, der das Video macht, ist hyper begeistert von dem, was er da gerade tut oder sieht. Und man selber denkt sich, naja, also so spektakulär ist es jetzt aber auch nicht, oder? Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht da draußen sitzt und euch denkt, okay, was ist mit ihr los? Was für ein Problem hat sie jetzt? Das ist nicht so spektakulär. Ich hoffe, ich bete, dass ihr das genauso cool findet wie ich. Wenn ich mir jetzt vorstelle,
Hier ist zum Beispiel ein kleiner Schmetterling oder sowas drauf. Oder also gerade so zerbrechliche Tiere wie so kleine Libellen, Schmetterlinge, alle möglichen Arten von Fliegen, Hummeln, Bienen und sowas. Wenn das so da drauf sitzt mit so Flügelchen. Ich habe jetzt gerade leider nichts da, um euch das zeigen zu können. Aber das schaut meiner Meinung nach einfach nur geil aus. Und der Oberknaller dieser ganzen Sache ist, wenn das richtig trocken ist. Ich hoffe, dass das jetzt hier der Fall ist in dieser kurzen Zeit. Normalerweise würde ich das über Nacht trocknen lassen. Aber ich mache das jetzt hier mal für euch in der Hoffnung, dass ich mir jetzt nicht mein Distress-Oxide-Kissen hier zerstöre. Wenn das jetzt so ist, dann könnte ich hier drüber auch mit Distress-Oxide gehen. Also ich habe das vorher an einem anderen Teil ausprobiert. Zeige ich euch kurz. Das hier ist etwas dunkler geworden. Ich habe da am Anfang auch zugegebenermaßen zu viel Schwarz benutzt und da hatte ich noch nicht den Trick raus mit dem Wiederaufhellen dieser Teile. Deshalb schaut das so aus, aber ich finde das auch nicht so eine schiere Struktur. Also das schaut irgendwie auch für manche Projekte vielleicht nicht schlecht aus. Und hier bin ich jetzt mit Distress Oxide drüber gegangen. Ich habe das aber wirklich trocknen lassen über Nacht. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert und mir nicht das Ding hier zerstört. Jetzt mache ich erstmal kurz ein Foto hiervon, denn wenn ich darüber gehe, dann könnt ihr das später nicht mehr so gut vergleichen. Dann blende ich euch am Ende ein Foto ein mit dem Distress Oxide und wie es so aussieht. Dann könnt ihr entscheiden, bis zu welchem Schritt ihr gehen wollt. Also ob ihr sagt, okay, ich lasse das jetzt so oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon. Jetzt denke ich mir, ich möchte gerne versuchen, in diesem Bereich, wo das Schwarze ist, mit der Vintage-Foto Distress Oxide drüber zu gehen. Und für die andere Seite habe ich Crackled Pistachio, Pistachio, wie auch immer das ausgesprochen wird. Das kommt dem wohl am nächsten, oder? Ja, ich glaube schon. Von dem, was ich hier habe, kommt es dem am nächsten. Das ist zwar sehr türkis, aber schauen wir mal. Jetzt gehe ich erstmal hier drüber mit dem Vintage-Foto. Und das Gute hier dran ist ja, dass das auch wasserlöslich ist, ne? Also wenn ihr jetzt hier drüber geht und ihr denkt, oh mein Gott, Hilfe, schaut scheiße aus. Entschuldigung für das Wort, aber manchmal denkt man das ja so. Das habe ich jetzt da gemacht. Dann könnt ihr natürlich hier auch nochmal drüber gehen mit Wasser und das einfach in die Ritzen laufen lassen. Und das auch nochmal mit einem Taschentuch oder irgendeinem anderen Tuch wieder abheben. Aber wenn ihr das jetzt so seht, würdet ihr dann nicht vielleicht denken, das ist eine gute Idee, das so zu machen? Macht es jetzt so, dass das wirklich hier am Rand den Schatten aufgreift, dass es hier diesen Schatten um diesen großen, in Anführungsstrichen, Stein aufgreift. Natürlich verhältnismäßig unrealistisch, das ist ja klar, weil ich habe keine Ahnung, von wo jetzt hier das Licht kommen soll. Aber ich gehe natürlich jetzt nur punktuell hier drüber und ich drücke auch nicht besonders stark auf. Denn ich möchte jetzt nicht das komplette Teil hier einfärben, logischerweise, sondern nur gewisse Stellen. Und zwar die Stellen, die am höchsten sozusagen rausstehen aus diesem Teil. So, also das finde ich doch schon mal sehr geil. Was meint ihr? Und hier geht das ja hier so in das Braune rein. Also ne, das trifft sich ja hier so. Da mache ich das jetzt hier auch nochmal so, dass ihr sehen könnt, wie das auf der anderen Farbe aussieht mit dem Vintage-Foto. Und auf dieser Seite mache ich dann gleich die andere Farbe mit diesem krassen Türkis. Vielleicht hier noch so ein bisschen am Rand. So, das wäre einmal dieses Ergebnis. Applaus bitte. Also ich weiß es ja nicht, aber. Schaut das nicht geil aus? Könntet ihr vielleicht, wenn ich sowas Geiles mache, ne, und ihr das auch geil findet, könntet ihr dann vielleicht mal so schreien einfach irgendwo zu Hause, dass ich das dann hier auch höre? Es gibt ja einige Leute, wenn die schreien würden, dann würde ich das vielleicht schon hören, oder? Also, bei Amalie hätte ich vielleicht eine Chance. Alex, du könntest das auch mal versuchen. Könnte vielleicht sogar zum Erfolg führen. So, dieses Ding hier, ne, dieses, wie heißt das, Stempelkissen, es ist jetzt relativ neu. Deswegen ist das noch sehr feucht.
Und hier kommt viel raus. Also das ist ein bisschen schwierig. Da darf man auf gar keinen Fall zu stark drücken. Sonst hat man das da überall in den Ritzen drin und nicht da, wo man es hinhaben will. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen tricky. Upsala. Ich mische es jetzt hier mal ein bisschen mit dem Vintage-Foto. Das finde ich, schaut nämlich auch immer nicht schlecht aus. Und wenn ihr da Panik übrigens habt, ne, dass ihr das da auf eurem Stempelkissen habt, ihr könnt da einfach, also ich habe jetzt nur das Vintage-Foto-Bürstchen, also das ist dasselbe Bürstchen, was ich benutzt habe. Ich habe das nur kurz vorher hier an dem Dings hier abgemacht. Und ihr könnt euch da einfach dann ein leeres Blatt Papier nehmen, hier einmal so drüber gehen, das runterziehen und dann ist das meiste schon davon weg. Also das kann man auch zum Beispiel mit einem feuchten Tuch oder sowas, mit einem trockenen Tuch kann man das abwischen oder man kann auch einfach mit einem Papier hier so drüber gehen und dann ist der Rest von dem Vintage-Foto, was da vorher war, wieder weg und ihr habt hier noch so einen kleinen Scrap, mit dem ihr später was anderes machen könnt. Also nur zur Information, falls ihr da solche Farbe auf euer Stempelkissen kriegt von einer anderen Farbe, nicht verzagen, einfach abwischen. Ich mache das jetzt einfach hier auch noch so ein bisschen rein, dass das einfach noch ein bisschen interessanter aussieht und die zwei Farben sich hier nochmal auch so ein bisschen miteinander verbinden. Und ich finde das irgendwie ganz cool, wenn das hier an dem Rand nochmal vorkommt, dieser Grünton, dann schaut das nicht so aneinander geklatscht aus von den zwei Farben. Und ich glaube, ich gehe hier an der gegenüberliegenden Seite auch noch mal ein bisschen extremer hier so rein. Damit man das vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, das Braun kommt aus dem Grau so raus. Grau, sage ich schon, aus dem Grün so raus. Meine Güte, Leute, ich bin so verwirrt. Ja, und da in der Mitte muss auch noch irgendwie so ein kleiner, erstmal noch ein bisschen hier. Luise, lass es so. Lass es einfach so. Ja, so. Jetzt ist das so. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das hier, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht mehr. Vorher habe ich das viel besser gefunden. Also ich lege euch das jetzt mal hier so hin und blende euch jetzt da auf der anderen Seite das andere Foto ein, sodass ihr das direkt vergleichen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das hier gefällt mir überhaupt nicht und das da auf der anderen Seite, das hat mir viel, viel besser gefallen. Nicht verzagen. Die Distress Oxide ist ja wasserlöslich. Ihr könnt jetzt also nach wie vor euren Wassertankpinsel nehmen, wo normales Wasser drin ist. Und an den Stellen, wo ihr denkt, okay, das ist mir hier viel zu viel, drüber gehen und die ganze Sache wieder runterholen. Beziehungsweise einen Teil dieser Sache. Dabei müsst ihr allerdings bedenken, dass ihr das so runterheben müsst. Denn wenn ihr nur Wasser drauf tut, dann beginnt der Oxidationseffekt dieser speziellen Tinte. Und dann kriegt ihr hier eine andere Farbe noch rein. Ne? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so drauf tupfen würde und das fängt später dann an zu trocknen, dann habe ich da diesen Oxidationseffekt, den die Tinte mir macht. Das kann ich natürlich tun. Ich kann hier zusätzlich noch solche kleinen Pünktchen zum Beispiel einbringen, was mit Sicherheit auch nicht schlecht aussieht, wenn das getrocknet ist. Aber wenn ich die Farbe wieder komplett entfernen will oder ich habe da wirklich ein Problem, weil ich zum Beispiel zu viel irgendwo habe, dann muss ich sie abtupfen. Ansonsten habt ihr da diesen wunderschönen Oxidationseffekt hinterher in der Tinte, womöglich noch eine weitere Farbe, weil ja, ne, wenn das oxidiert, dann trocknet das ja in einer noch anderen Farbe. Oder mehreren anderen Farben. Das sind ja immer solche, ja, wie soll ich das sagen? Ich kann das überhaupt gar nicht erklären. Diese Oxide Ink, die ist ja so faszinierend, wenn die trocknet. Dieser Effekt, den das macht, das ist ja so unberechenbar und so unterschiedlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ihr das einmal benutzt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Aber ja, da müsst ihr halt so ein bisschen rumgucken. Aber bitte im Hinterkopf behalten, wenn ihr hier Wasser drauf tut und das dann trocknet, dann habt ihr eben später unter Umständen eine andere Farbe und auf jeden Fall diesen oxidierten Effekt, den diese Tinte hervorrufen kann. Hier fängt das jetzt schon an. Ich weiß allerdings nicht, ob man das jetzt wirklich sehen kann, weil das ist jetzt wirklich sehr klein. Also, ja.
Ja, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Ich mache das hier vielleicht mal noch so ein bisschen extremer, so wie ich es jetzt vielleicht normalerweise nicht machen würde, aber so, dass ihr das sehen könnt, was dann da passiert. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, was ich im Adventskalender hatte, wo ich diesen Tuckspot gemacht habe mit dem Masking Tape im Hintergrund. Da habe ich auch diese Oxide Ink benutzt und habe da dann Wasser so drauf gespritzt einfach und habe das dann geföhnt. Und dieser Effekt, der da zustande gekommen ist, ich glaube, da in dem Video konnte man das relativ gut sehen, weil es einfach ein größeres Stück war. Den habt ihr hier auch. Genau diese Pünktchen, dieses Gespritzte, genau das sehe ich jetzt hier auch schon, dass es hier so anfängt. Wenn ihr das nochmal ein bisschen genauer sehen wollt, dann könnt ihr vielleicht auch euch das andere Video nochmal anschauen. Und wenn ihr das einmal benutzt habt, oder wenn ihr sowieso Oxide Inks zu Hause habt, dann wisst ihr sowieso, von was ich rede. Aber ich möchte ja auch das für die Leute erklären, die sich damit noch nicht so gut auskennen und die vielleicht auch so eine Tinte nicht haben, aber vielleicht überlegen, sich das anzuschaffen. So, ihr Lieben, das wäre hier mal mein Ergebnis. Ich lege euch hier vielleicht das andere auch nochmal hin, dass ihr das mal vergleichen könnt. Wenn ihr jetzt wirklich, also das ist das, was ich außerhalb des Videos gemacht habe, wenn ihr jetzt wirklich sehr viel Schwarz nehmt, dann habt ihr hier sowas. Was aber ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, wäre, wenn man hier mit so einer Art Gilding Wax drüber geht. Also ich glaube, das könnte richtig, richtig geil aussehen. Ich habe allerdings sowas hier nicht. So ein Wachs, sodass ich das nicht ausprobieren kann. Aber ich glaube, das könnte richtig cool aussehen. Aber ihr seht schon, dass ihr damit auch sehr krass verschiedene Effekte hinkriegen könnt. Also dieses Teil hier zum Beispiel ist jetzt ja wesentlich heller, wesentlich definierter in den einzelnen Schichten als dieses hier zum Beispiel, wo mehr schwarze Farbe ist. Und wenn ich mir überlege, wie viele verschiedene Effekte ich eigentlich damit erreichen kann mit ein und derselben Technik, dann bin ich schon ziemlich überrascht über mich selbst, dass mir das eingefallen ist. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, ja, das kenne ich ja schon längst, das habe ich ja schon 124.000 Mal gesehen. Ich glaube, dann würde ich durchdrehen, weil mir war das vorher unbekannt. Ich habe es vorher noch nicht gekannt. Ja, ich hoffe, dass das meine Idee ist. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Wenn ihr etwas posten wollt, was mit meinen Tutorials zu tun hat, dann benutzt doch bitte diesen Hashtag unten im Bild. Junk Journal Art mit Luise Heinzel, dann kann ich das leichter finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich da ein bisschen was ansammeln würde. Und wenn ihr diesen Hashtag benutzt, freue ich mich umso mehr, denn dann ist es für mich wesentlich leichter, eure Beiträge zu finden auf Instagram und auch auf Facebook. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir für heute. Bleibt gesund, bastelt was Schönes. Wenn ihr Lust habt, macht das nach. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.